Jeder von euch kennt diese klassischen Autokorrektur-Fails, oder? Man schreibt etwas und automatisch schlägt das Handy etwas anderes vor, was man eigentlich gar nicht schreiben wollte. So passiert's mir beispielsweise, wenn ich jetzt sprechen möchte über den Film Jet Generation. Normalerweise, wenn ich als Fan der klassischen japanischen Kaiju, also Gummi-Godzilla-Filme, das Wort Jet in den Mund nehme, dann kommt natürlich das Wort Jaguar direkt nach. Aber Jet Jaguar hat, und das muss ich tatsächlich leider wirklich bekannt geben, mit dem Film Jet Generation überhaupt rein gar nichts zu tun. Da spielt Begin Möller und andere Leute, deren Namen ich teilweise nicht wirklich aussprechen kann. In einem Film, mit der jetzt als Nummer 13 in der Reihe Edition Deutsche Vita veröffentlicht wurde, natürlich von Subkultur wieder mal absolut perfekt gemacht mit diesem großartigen, schlichten, aber trotzdem wirkungsvollen Spine, der die eigene Limitierungsnummer hat. Ich habe leider die anderen Titel aus der Reihe jetzt gerade nicht griffbereit, aber irgendwann einmal werde ich die im Regal schön nebeneinander haben. Ich weiß noch, Mädchen ohne Gewalt fehlt mir. Also für den Fall, dass ihr den Film Mädchen mit Gewalt aus der Reihe Edition Deutsche Vita zufällig in der Sammlung habt und daran etwas ändern wollt, ich habe ihn nicht und will daran etwas ändern. Anyways, Jet Generation erscheint mit der wahrscheinlich interessantesten und fast putzigsten Zensur ever auf dem deutschen Digipack. Ein wirklich schick gezeichnetes Motiv finde ich von Subkultur absolut hervorragend für diesen Blu-ray Digipack Release aufbereitet. Sehr schön, wenn man dort eben die einzelnen Pinselstriche sieht. Sehr schön, wie das Ganze gemacht wurde. Auch hier eben, obwohl ich normalerweise die Rahmen nicht mag, aber hier gehören sie irgendwie zum Design der Reihe dazu. Vor allem eben, weil sie nicht nur auf dem Frontcover präsent sind, sondern eben auch auf den einzelnen anderen Designelementen auftreten. Wir haben auf dem Backcover die Inhaltsangabe zum Film, bekommen noch einzelne Ausschnitte, die Informationen rund um das Bonusmaterial sowie die technischen Informationen zur DVD und Blu-ray, die in diesem Package enthalten sind. Und natürlich, was den Inhalt von diesem Digipack betrifft, werde ich euch jetzt nicht sonderlich überraschen können, denn es ist genau das, was wir gewohnt sind. Wir bekommen hier ein Digipack-Design, das jetzt nicht unbedingt per se den Filmtitel darstellt, gut, das überrascht mich schon, sondern eine Tagline zu dem Film, die aber ebenfalls, finde ich, mit dieser Schriftart irgendwie ganz cool gemacht ist, auch wenn das wirklich, finde ich, fast der Inbegriff der Schlichtheit, der Inbegriff der einfachen Darstellung ist. Irgendwie hat das was. Irgendwie ist das eben wieder genau der Fall, wo ich immer wieder sage, ich mag keine schlichten Designs, aber zumindest wenn sie durchdacht sind, kann ich damit was anfangen. Und ich weiß, normalerweise mag ich Koch, aber manchmal mag ich sie überhaupt gar nicht. Subkultur ist eben beispielsweise ein Label, das ebenfalls sich sehr auf sehr individuelle, sehr eigen und einzigartige Designs konzentriert, wo man allerdings wirklich immer dazu sagen muss, das, was sie machen, das passt zu 100%. Die haben es voll im Griff. Selbst wenn die Produktion absolut abkackt und so wie bei der ersten Produktionsschiene von Jet Generation genau das andere macht und nicht das, was sie haben wollen, wo nämlich eben genau dieses Digipack verkehrt rum produziert wurde, haben sie das Ganze sofort im Griff, können das Ganze noch vor der Auslieferung stoppen. Das ist ja wirklich etwas, was man momentan schon herausheben muss, als wäre das etwas, was so absolut absurd ist. Meiner Meinung nach wäre das selbstverständlich, aber trotzdem danke Subkultur, dass euch das, was ihr macht, nicht so scheißegal ist wie den meisten anderen. Und eigentlich hätte das jetzt noch viel positiver klingen sollen, als es eigentlich tut. Nein, Subkultur ist ein absolut fantastisches Label und ich freue mich, dass sich die eben auch dem klassischen deutschen Genrefilm angenommen haben und da einige Dinge veröffentlichen, weswegen ich ja auch, obwohl ich normalerweise nicht unbedingt der große Fan der deutschen Filmproduktionen bin, letztendlich dann darauf umgestiegen bin, mir die Edition Deutsche Vita auch in die Sammlung zu holen. Und da ist ja eben allein auch zum Beispiel das, was Subkultur immer wieder auf Facebook postet, mit den Materialien, mit denen sie arbeiten. Einfach eben dieser Aufwand, den sie da hineinlegen, wie sehr sie eben wirklich um die Erhaltung der Filme
mit denen sie sich beschäftigen, bemüht sind. Das ist etwas absolut Phänomenales. Das ist wirklich etwas, wo es meiner Meinung nach notwendig ist, dafür einfach einmal ganz gepflegt und in Ruhe Danke zu sagen.